Wie fast zu erwarten, geht es ziemlich ruhig los am heutigen Montag. Wenig Volumen, die US-Indizes leicht positiv, der DAX wieder mal im Wachkoma, also wenig Bewegung. Aber kein Wunder, es geht ja heute Abend erst richtig los mit den Zahlen von Tesla. Und dann kommt ein US-Tech-Schwergewicht nach dem anderen. Und was da auf dem Spiel steht, warum das so extrem wichtig ist, das werde ich in diesem Video mal zeigen. Fangen wir erstmal an, was da zu erwarten ist heute nachbörslich Tesla. Die Zahlen. Dann haben wir morgen Alphabet, Microsoft. Und am Mittwoch dann Facebook, aber vor allem auch Apple. Das wird natürlich sehr, sehr wichtig. Amazon dann am Donnerstag. Also das Who is Who der US-Tech-Giganten wird berichten. Schauen wir uns mal an, was die auf die Waage bringen, alleine an Marktkapitalisierung. Dann sehen wir hier, das sind leicht veraltete Zahlen. Ende 2020 Apple um und bei 2 Billionen. Microsoft 1,6, ähnlich Amazon, Alphabet 1,1, wahrscheinlich inzwischen alles ein bisschen mehr, Facebook 800 Milliarden und der Tesla, ja, so um und bei 600, 700, je nachdem, wo der Kurs gerade steht. Aber warum ist das wichtig, vor allem für diejenigen, die mit Indizes auch zu tun haben, also selbst wer nicht in der einzelnen Aktie unterwegs ist und die handelt rauf oder runter, der sollte darauf genau schauen, denn hier schauen wir uns mal an, was die entsprechenden Aktien hier letztendlich an Marktkapitalisierung innerhalb des Index haben, nämlich innerhalb des Spiders, also des maßgeblichen S&P 500 ETFs und des Triple Q, des maßgeblichen Nasdaq ETFs. Und hier sehen wir, Apple hat alleine im Triple Q, also im Nasdaq, eine Gewichtung von 11,3%, Microsoft dann 9,9%. Amazon 8,5, Google 7,4, Tesla 4,3 und Facebook 3,6. Insgesamt 44,9%, also fast die Hälfte dessen, was im Nasdaq der Fall ist, im Nasdaq 100, wird hier bewegt, kann man sagen, wird sich bewegen. Alleine für Tesla preisen die Optionsmärkte eine Bewegung von 7% ein, auf der Oberseite oder auf der Unterseite, je nachdem, wie die Zahlen ausfallen. Aber auch für den Weltleitindex S&P 500 ist das, was da dann passieren wird, sehr, sehr wichtig, denn wir haben gut 23%. Die hiermit bewegt werden, alleine mit diesen Zahlen dieser 6 Konzerne. Bei 500 Unternehmen sind 6 Konzerne alleine für gut 23% dessen verantwortlich, was da überhaupt an Bewertung, an Marktkapitalisierung der Fall ist. Also da wird sich was tun und das wird interessant sein zu beobachten, was da dann wirklich kommt. Schauen wir uns mal an, was in der realen Welt hier die Markennamen auf die Waage bringen. Da ist Nummer 1 Apple, 263 Milliarden Dollar. Wir haben dann Amazon, Google, Microsoft, Samsung, Walmart, Facebook, also praktisch hier dominiert von den US-Konzernen WeChat und ICBC. Chinesische Konzerne, ICBC und vom WeChat kennen ja viele, da ist deutlich weniger Bewertung drin. Also man sieht diese immense Dominanz der amerikanischen Tech-Industrie, obwohl die ja eigentlich nur im Westen Fuß gefasst hat. Es ist Apple vielleicht noch ein bisschen in China vorhanden mit tendenziell rückläufiger Tendenz, aber Facebook, Amazon, da ist nicht viel. Da ist wenig wirklich der Fall in asiatischen Ländern. Also das ist schon eher ein westliches Phänomen und das wirft dann die Frage auf, ob übergeordnet diese Bewertungsrelationen vor allem zu chinesischen Tech-Konzernen wirklich so nachhaltig sein werden. Und schauen wir uns jetzt mal an, ich hatte das heute Morgen in dem Video schon gepostet, da ist was schiefgelaufen bei dem Video, da ist ein Technikwunder passiert, das war eine Mischung zwischen dem Video, was ich heute Morgen aufgenommen hatte und dem am Freitag. Wie das passieren konnte, ist mir ein technologisches Rätsel. Das ist nicht wunderlich, wenn mir etwas ein technologisches Rätsel ist, aber das war wirklich schon sehr seltsam. Wenn man das absichtlich machen würde, wäre das wahrscheinlich extrem schwer umzusetzen, aber so passieren eben Dinge. Aber zurück zu den Märkten. Wir sehen, dass unmittelbar jetzt vor den Zahlen der Tech-Konzerne in der letzten Woche so viel Geld aus dem Triple Q, also diesem maßgeblichen Nasdaq-ETF, rausgeflossen ist, wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr. Dotcom-Bubble. Also das ist schon ein paar Jährchen her. Warum ist das so? Sind da Leute besser informiert? Sind da Leute einfach ein bisschen ängstlich? Das ist die große Frage. Und wir sehen aber, dass nach wie vor, obwohl auch der Nasdaq heute der stärkste Index der vier großen, kann man sagen,
mit dem Russell 2000, Dow Jones und S&P 500 nach wie vor die Marktbreite nicht wirklich stimmt beim Tech-Index Nasdaq, während beim S&P 500 so ziemlich alles ganz oben, nämlich weit über dem 200-Tages-Durchschnitt hantiert, was nicht auf den Baum kommt. Also hier schon eine gewisse Divergenz. Ist das ein Omen? Fragezeichen. Wir werden es nach dieser Woche wissen. Insgesamt, wenn wir uns die US-Berichtssaison mal anschauen, war die sehr, sehr gut. Wir haben jetzt die drittbeste Saison, soweit jetzt die bisherigen Zahlen reingekommen sind, seit dem ersten Quartal 2008. Klar, man kommt jetzt aus einer Krise raus, die amerikanische Wirtschaft weitgehend geöffnet, da gibt es kaum mehr Lockdown. Dementsprechend sind die Zahlen gut ausgefallen, wenn wir uns die einzelnen Sektoren mal anschauen. Dann am schwächsten Energie nach wie vor, obwohl Energie der beste Sektor des Jahres 2021 ist. Diese Reopening-Story, Reflationsgeschichte, am besten Real Estate, also Immobilien, kein Wunder. Wenn wir uns den Anstieg der Hauspreise, der Immobilienpreise in den USA anschauen, dann Tech. Und dann kommen schon die Financials, die profitiert haben eben von der Versteilung der Zinskurve, von ansteigenden Renditen, die ja in letzter Zeit wieder so ein bisschen auf dem Rückmarsch sind, aber nicht so wirklich fallen wollen. Wir haben heute eine sehr schwache Auktion einer zweijährigen US-Staatsanleihe gesehen. Wenig Nachfrage, vor allem aus dem Ausland. Das war nicht wirklich hübsch. Es kommt heute dann nochmal eine zweijährige und dann, glaube ich, morgen ist es eine siebenjährige. Also da reagiert man auf Renditebewegungen, das gilt vor allem für die Financials, aber das galt zumindest auch für die Tech-Werte. Je steiler die Renditen nach oben schossen, umso schlechter war das für Tech. Das hat sich dann ein bisschen entkoppelt wieder, aber das war eine Zeit lang der Fall. Insgesamt sehen wir, dass wir auch in der letzten Woche Fundflows in Richtung Aktien gesehen haben, aber es sind mehr Gelder in Unternehmensanleihen reingegangen. Wir sehen, das nimmt so ein bisschen ab, ist aber nach wie vor positiv. Goldman Sachs aber weist darauf hin, wir haben ja jetzt neue Rekordstände im sogenannten Margin Debt, also in der Hebelung in den USA, oder kann man ja Aktien handeln. Und macht das sozusagen nur mit einem Teil des Geldes, das man auf dem Konto hat. Den Rest bekommt man gewissermaßen von Broker geliehen, kann man sagen. Goldman sagt, ja, da haben wir jetzt alleine einen Zuwachs zum letzten Jahr von 300 Milliarden. Insgesamt steht jetzt der Margin Debt bei 800 Milliarden. Also man ist schon ziemlich hoch gehebelt. Deswegen sollten vor allem die Zahlen der Tech-Schwergewichte nicht enttäuschen. Insgesamt sehen wir sind jetzt, was die globalen Aktienmärkte betrifft und ihre Bewertung, 28% höher als vor der Pandemie, vor Beginn der Pandemie. Die einzige Erklärung ist natürlich die Geldpolitik der Notenbanken. Die Flut hebt alle Boote, auch wenn die ein paar Löcher haben, aber es reicht offenkundig, wenn genug Wasser unterm Kiel ist, dass dann trotzdem die Boote mit steigen. Also hier sehen wir, das ist jetzt nicht gerade günstig und hat natürlich damit zu tun, dass solange diese Liquidität da ist, viele denken, naja, es gibt keinen Grund zu verkaufen, aber die Frage ist, kommt dann eben ab Sommer die Tapering-Diskussion, also der schrittweise Ausstieg aus den Anleiherenditen, und es wird eben die Frage kommen, naja, was macht die Inflation, muss die Fed da reagieren drauf? Und da haben wir heute wieder interessante Daten bekommen, dazu gleich mehr. Insgesamt haben wir ja eine extreme Analogie zwischen März 2020 und heute und dem März 2009 und dann bis in das Jahr 2010 rein. Ziemlich identisch. Damals folgte dann eine Korrektur. Muss nicht so sein, kann aber so sein, aber es sind schon erstaunliche Parallelen. Damals eben die Erholung aus der Finanzkrise heraus, diesmal die Erholung aus der Corona-Krise heraus mit ganz ähnlichen Mustern. Aber das Thema Inflation, das wird jetzt immer heißer. Wir haben heute zum Beispiel den Dallas Fed Index gesehen mit den höchsten Preisen, seit es diesen Index gibt. Wir sehen, dass wir hier jetzt auch in den Conference Calls, in den Earnings Calls, also da, wo die Firmen berichten, den Analysten berichten, was genau abgelaufen ist, da sehen wir die Anzahl der Erwähnungen von Inflation, von steigenden Preisen, die schießt massiv durch die Decke. Größter Anstieg seit dem Jahr 2004. Wir haben heute vom IFO gehört, dass 45% aller industriellen, alle Industriefirmen, so muss es heißen, sagen, also wir haben Probleme aufgrund von Lieferengpässen, Materialknappheit etc. Und all das bedeutet natürlich, wenn Materialien knapp sind, wenn Lieferungen lange dauern, dann steigen die Preise, dann sind die Dinge, die selten und rar sind, die alle haben wollen, die können teurer verkauft werden. Genau das ist das Problem. Und wir sehen heute so eine erste Ernüchterung insgesamt auch im IFO-Index, der ja zuletzt gestiegen war. Aber irgendwie scheint der Lockdown, der nie enden zu wollen scheint, hier in Deutschland doch ein bisschen hier die Stimmung verhagelt zu haben. Aber man sagt eben auch,
Supply Chain Shortages in drei Dekaden so stark vorhanden wie noch eben in den letzten drei Jahrzehnten nicht mehr, dass man also praktisch nicht an den Materialien kommt, die man braucht, und das bremst dann letztendlich auch das Wachstum. Und die US-Firmen, die reagieren schon, die geben jetzt ihre Preise offenkundig mehr und mehr weiter, die höheren Kosten geben sie weiter, die Inputkosten werden weitergegeben. Hier ein Bericht bei der Financial Times, wo Leute aus Manager aus US-Firmen sagen, Inflation is taking hold, there's no doubt about it, da gibt es gar keinen Zweifel dran, we knew it, we see it, it's real, es ist real. Ja, es ist real, aber für die Notenbanken natürlich nicht, da ist es transitory, vorübergehend. Ja, weil dann werden sicherlich alle nach dem Sommer sofort ihre Preise wieder senken, und auch Mohamed El Erian, ehemaliger Chef von PIMCO, jetzt Allianz Berater, sagt, also ich fürchte, dass wir in einer Welt bald leben, die inflationär ist. Und dann können die Notenbanken gar nicht anders, als auf die Bremse zu treten. Und Inflation hat natürlich mit Löhnen zu tun. Auf der einen Seite, hat aber natürlich auch mit den Importkosten von Unternehmen zu tun. Was kostet es, ein bestimmtes Produkt herzustellen? Und gerade im industriellen Sektor, da braucht man Rohstoffe. Und jetzt schauen wir uns die Rohstoffpreise mal an. Kupfer, höchster Stand seit 2011. Wheat, Weizen, höchster Stand seit 2013, Corn, also Mais, höchster Stand seit 2013, und Iron Ore, also Eisenerz, flirtet mit neuen Hochs, wir sehen also an breitester Front steigen die Preise. Und wenn wir uns diese Rohstoffe mal genauer anschauen und uns angucken, wie stark die Veränderung zu dem Zeitpunkt vor 252 Tagen ist, dann sehen wir hier einen Anstieg, der so stark war wie seit den 1970er Jahren nicht mehr. Und die Älteren unter Ihnen werden sich erinnern, 1970er Jahre, da war doch was mit Inflation, ja. Mit Ölkrise schossen die Preise nach oben. Da hatten wir teilweise dann bis Anfang der 80er Jahre Zinsen von 15-17%. Die 10-jährige Rendite der US-Staatsanleihe, die betrug 1981 noch über 15%, kann man sich heute kaum vorstellen, aber damals schossen eben aufgrund dieser Krise, der Ölkrise nämlich, die Preise nach oben, und jetzt sehen wir den stärksten Anstieg der Rohstoffpreise seit eben den 1970er Jahren. Und Anstieg der Preise ist auch das Thema bei Bitcoin. Nach dem Rücksetzer der letzten Woche geht es heute nach oben. Bitcoin hat ja null Rendite per se, also keine Verzinsung. Damit aber, und das finde ich ganz interessant, rentiert Bitcoin immer noch mehr als die Staatsanleihen von 23 Ländern, deren Notenbanken ja dafür gesorgt haben, dass die Renditen teilweise negativ sind, wie die EZB hier etwa mit der deutschen Staatsanleihe. Aber wir haben jetzt natürlich vielleicht auch der Grund für den heutigen Preisanstieg. JP Morgan will jetzt einen Bitcoin-Fund auflegen für reiche Kunden. Und hier schreibt der Blocktrainer richtigerweise so, wer hätte das gedacht? Jahrelang basht JP Morgan gegen Bitcoin. Und das stimmt, da hat man eigentlich immer sich negativ geäußert. Und nun gibt es einen Bitcoin-Fund für reiche Kunden. Schon ein bisschen seltsam, warum macht man das? Warum macht man das jetzt? Gute Frage, wir werden sehen. Wir werden auch sehen, was heute die Tesla-Zahlen machen. Wir berichten bei Finanzmarktwelt, meine Damen und Herren, ab 22 Uhr über die Zahlen. Das wird der erste wirkliche Hingucker jetzt in der Berichtssaison. Okay, wir hatten die US-Banken, da konnte man davon ausgehen, die werden ziemlich schick performen, eben aufgrund der Versteilung der Zinskurve. Das sorgt für bessere Margen aufgrund der Fristentransformation. Jetzt werden wir sehen, vor allem, was Tesla für einen Ausblick gibt. Das wird sehr, sehr wichtig. Und dann eben kommen die Schwergewichte, die so viel auf die Waage bringen, dass natürlich jetzt wirklich einiges entschieden wird in dieser Woche. Schauen Sie heute rein, 22 Uhr, ab 22 Uhr. Bei Tesla weiß man nie so genau, wann die dann wirklich mit den Zahlen rauskommen. Bei finanzmarktwelt.de, das würde mich freuen. Aber es dürfte auch für die Märkte eben sehr wichtig werden. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderschönen Feierabend und sage Servus und Ciao.